Vielen Dank, sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ihnen wird vielleicht aufgefallen sein, wenn Sie aufmerksam zugehört haben, jetzt diesen Mittwoch, aber wenn Sie die Tagesordnung studiert haben von Donnerstag und Freitag, dass wir ein gewisses Motiv von der AfD-Fraktion durch die ganze Woche durchziehen. Wir versuchen quasi in einem gewissen Kanon mit unterschiedlichen Stimmen, Sie immer wieder auf dieselben Dinge hinzuweisen, auf dieselben Folgen dieses Lockdowns, der uns jetzt nun getroffen hat. Also sei es die liebliche Stimme eines Dr. Blacks oder die Nonchalance eines Roger Beckamp, Sie werden aus unterschiedlichen Perspektiven diese Woche von uns immer wieder im Prinzip das gleiche große Thema aus verschiedenen Perspektiven hören, mit der Hoffnung, dass eine unserer Stimmen vielleicht dann zu Ihnen durchdringen wird und Sie vielleicht ein bisschen begreifen können, was Ihre Entscheidungen eigentlich mit sich bringen. Mein Part heute wird es sein, über die Krise der Wirtschaft zu sprechen, eine klare Folge der Corona-Politik. Ich habe Ihnen die Zahlen, was die Arbeitslosenstatistiken angeht und die Auswirkungen, die man vermutet, des Lockdowns in meinem Antrag mitgebracht. Die vielen Echo-Effekte allerdings, die daraus ausgelöst werden, sind aktuell noch absolut unübersehbar. Denn man weiß mittlerweile sehr gut, dass Arbeitslosigkeit oft zu schlechter Gesundheit führt. Schlechte Gesundheit wiederum zu Jobverlust und Co. Etc. etc. Sie haben also Dinge, die Sie unter Umständen jetzt einleiten durch Entscheidungen, die sich erst in 10 Jahren, in 15 Jahren auswirken werden. Das heißt also, Sie können aktuell überhaupt gar nicht richtig abschätzen oder abwägen miteinander, ob tatsächlich das, was Sie jetzt tun, wirklich geeignet ist, weniger Leid hervorzurufen, als das, was Sie damit auf der anderen Seite auslösen. Eine kleine Studie hat jetzt allerdings bereits schon gezeigt, und das ist an dieser Stelle sehr interessant, weil wir sind ja nun wirklich an einer sehr frühen Phase, sind an einem sehr frühen Punkt der Folgenabschätzung Ihres Handelns, Ihres gemeinsamen Handelns, hat gezeigt, dass es sehr wohl eine Übersterblichkeit gibt in diesem Jahr. Nicht unbedingt eine Übersterblichkeit aufgrund der Corona-Erkrankung in Deutschland, aber eine Übersterblichkeit aufgrund des Lockdowns. Das sind erste Folgen, die man tatsächlich miteinander abwägen muss. Und auf einmal heißt es nicht mehr Wirtschaft versus Gesundheit, sondern Gesundheit versus Gesundheit. Und es gibt Alternativen, ich stand hier jetzt schon einige Male und habe Ihnen das vorgeschlagen. Es gibt internationale Forscherteams, die sagen Ihnen, es gibt zu diesen Lockdowns Alternativen. Und was ist überhaupt der Grund dieses Lockdowns? Letztlich bricht es sich herunter, und wir haben es heute auch schon mehrfach gehört, auf Verdachtsmomente. Sie sagen, wir können nicht mehr alle Infektionen nachverfolgen und vielleicht sind diese Infektionen ja in Restaurants, in Hotels und deswegen schließen wir die jetzt. Es gibt eine Untersuchung des Robert-Koch-Institutes, die hat repräsentativ, und repräsentativ heißt repräsentativ, also hochskalierbar, einmal untersucht, wo sich die Menschen am ehesten anstecken. Die allermeisten Menschen stecken sich im häuslichen Umfeld an. Und die Johns Hopkins School of Public Health in Baltimore hat es genauso bestätigt. 66%, also irgendwas von 40 bis 66% der Menschen, stecken sich im häuslichen Umfeld an. Der Tagesspiegel hat übrigens nachgefragt, der hat genau das, was Sie jetzt wieder als Argument bringen werden, hat er ans Robert-Koch-Institut gewendet und hat gesagt, aber wenn man doch nur 40% der Infektionen nachvollziehen kann, wo finden denn dann die anderen 60% statt? Die Antwort des RKI ist relativ einfach. Genau da, wo die anderen jetzt auch schon stattfinden, die wir nachvollziehen können, denn das sagt genau das aus, repräsentativ. Und so bleibt es am Ende dabei. Sie verdrängen die Menschen jetzt aus der Wirtschaft auf den Verdacht hin, dass mathematische Modelle sagen können, damit könnten Sie die Kontakte so weit reduzieren, dass es dann keine Ansteckungen mehr gibt. Aber wenn ich Ihnen jetzt sage, dass doch gerade im häuslichen Umfeld, wo sich die Menschen treffen, vielleicht dann ohne Maske, vielleicht ohne den Abstand, dass genau da aber die Infektionen stattfinden und eben nicht in der Wirtschaft, die Punkte, Hotellerie, Restaurants, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten nun wirklich ja Konzepte haben einfallen lassen, die investiert haben und die werden jetzt durch Ihre Politik an dieser Stelle noch bestraft. Stellen Sie sich mal vor, was das jetzt mit den Menschen an dieser Stelle macht. Also fassen wir zusammen. Es gibt eine Lockdown-Politik aufgrund eines Verdachtsmomentes. Sie ist nicht evidenzbasiert, sondern es sind Verdachtsmomente, die zu diesen Entscheidungen geführt haben. Ich habe heute Morgen schon ausgeführt, dass die Art und Weise, wie diese Entscheidungen herbeigeführt wurden, mehr als fragwürdig sind, ohne parlamentarische Beteiligung im Einzelfall. Und auf der anderen Seite, neben diesem Lockdown, stehen dann wiederum all die Folgen, die dieser Lockdown für die Menschen und für die Wirtschaft mit sich bringt. In einer, wie jetzt schon fast absehbar ist, absoluten Unausgewogenheit. Und wenn Sie an das denken, was ich heute Morgen gesagt habe, dass es ein absolutes Übermaßverbot für diese Entscheidungen gibt,
dann bitte ich Sie an dieser Stelle nochmal inständig in Sie zu gehen und darüber nachzudenken, ob das wirklich der richtige Schritt war. Vielen Dank. Vielen Dank.